Herzlich willkommen zu deiner Legung, liebe Zwillinge. Ich bin sehr gespannt, was sich bei dir bis Ende April zeigt und was auf dich zukommt. Mit welcher Nachricht kannst du rechnen, Zwillinge? Um welches Thema geht es und was kommt auf dich zu bis Ende April? Okay, let's go. Okay, 9 der Stäbe. Eine Verunsicherung, vielleicht hat dich jemand verunsichert, glaube ich schon, weil die Stäbekarten sind schon immer mehrere Menschen involviert. 7 der Schwerter, uiuiui. Hat dich vielleicht jemand verletzt oder hat sich sehr unzuverlässig gezeigt und ist nicht ganz ehrlich und du wartest mit dem Rat des Schicksals auf die Gelegenheit, etwas zu klären. Du möchtest die Antworten, du bist aber schon verunsichert über eine Person. Und es kann sein, Zwillinge, dass du immer wieder auf solche Menschen triffst mit dem Rat des Schicksals. Steht für die Wiederholungen, für dein Karma. Aber ob das, ja. Und hier geht das. Ja, vielleicht nicht definitiv sich zu entscheiden, deshalb zögert sich das Ganze hinaus. Vielleicht machst du dir unglaublich viele Gedanken über etwas oder über jemanden und fragst dich, ob das überhaupt noch gut kommen könnte. Das kann es schon, aber ich sehe dich eben schon, dass du von dieser Person vielleicht ein bisschen demütigt worden bist in Bezug auf die Kommunikation und du bist wie verunsichert und dein Herz ist wie blockiert, weil du ja mit dem vielleicht sogar nicht mal gerechnet hast. Und jetzt kreisen deine Gedanken um diese Person oder einfach um diese Angelegenheit, was auch immer. Die Sonne, ja. Du möchtest die Positivität und du bist schon viel zu lange in dieser Haltung, dass du dich kleinredest vielleicht auch und du sagst, okay, ich bin in diesem Schmerz drinnen und ich finde wie keinen Ausweg und die einzige Möglichkeit ist, an das Positive zu denken. Aber ich glaube nicht nur die Positivität, an das zu denken, an die Positivität zu denken, sondern auch in dieser Rolle zu leben. Und was heißt das genau? Ja, die Sonne, du siehst dieses Kind auf dem weißen Pferd. Steht für die Reinheit, Unschuld und auch Neugier. Sei neugierig auf neue Sachen. Und auch vielleicht mit einem Feuerzeichen zusammentun, der dich zum Lachen bringt, die Freude wieder zu spüren, vielleicht mehr in die Sonne gehen, in die Natur raus, damit du Kraft tanken kannst, einfach Vitamin D. Vielleicht fühlst du dich einfach auch schlapp oder körperlich erschöpft. Okay, 5. Schwerter eben. Ja, es hat keine wirklich eine Lösung stattgefunden. Du hast schon irgendwo diese Hoffnung noch, dass das Ganze sich klärt, die ganze Situation beruhigt. Das ist schon sehr heftig, würde ich sagen. Vor allem im Kopf. Vielleicht hast du oft Kopf- oder Nackenschmerzen. Und eben 5. Schwerter, ja, bedeutet schon Ego-Spiele, Recht haben oder sich von jemandem abzuwenden, weil da nicht gute Kommunikation stattfand einfach. So, die Kommunikation ist einfach blockiert, das sehe ich. 3 der Münzen, das wird sich wieder ergeben mit dem Rat des Schicksals. Ich weiß nicht, wie lange das geht, das kann ich dir so nicht beantworten. Aber es ist schon auf dem Weg zu dir. Die 3 der Münzen bedeutet einen Kompromiss finden, zusammen an etwas arbeiten, die Prüfung bestehen, die Weiterbildung bestehen, was auch immer. Das hat was mit Finanzen und Teamarbeit zu tun. Und der Gehängte, ja, du fragst dich,
warum machst du dir so starke Gedanken, Zwillinge, über diese Person? Wenn das um die Liebe ist, ich verstehe das, dann bist du, versuchst da die, wirklich wieder die Freude daran zu finden, was das heißt zu lieben, mit Menschen zusammen sein, die dir Freude bereiten und etwas zu erleben. Du möchtest raus wieder und mit Menschen, die dir gut tun, und aber jemand Bestimmtes geht dir nicht aus dem Kopf, okay? Und ich glaube, Zwillinge, diese ganze Sache zu bereinigen, das findet vor allem im Kopf statt. Das hat schon in der realen Welt stattgefunden, das war aber eher in der Vergangenheit. Ich glaube, das hatten wir sogar im letzten Video. Bei Zwillinge läuft nicht davon, auch sehe die Wahrheit. Ja, vielleicht wurdest du einfach so ein bisschen enttäuscht oder sogar fest enttäuscht, aber ich sehe keine Gefühle auch. Du nimmst das gar nicht so zu Herzen, wie du denkst. Du malst dir da das schlimmste Szenario aus, aber eigentlich ist etwas sehr Schönes und Positives auf dem Weg zu dir, und das siehst du nicht kommen. Das solltest du wissen, das ist auf dem Weg zu dir. Erwarte einen guten Teamarbeit. Ja, das braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Und mit dem 9 der Stäbe, da fällt auch ein letzter Ast der Stäbe, um wirklich diese körperliche Belastung hinter dir zu lassen. Das heißt, gehe in die Aktion, tue etwas Gutes für dich selbst. Ja, kümmere dich nicht zu fest um die anderen oder um das, was gescheitert ist, was nicht gut gewesen ist, was das und das ist. Das ist halt Luftzeichen, das geht genau dem Wassermann und der Waage auch so sehr im Kopf unterwegs. Und hier heißt es, gehe in die Aktion, irgendwie mache etwas, gehe in die Natur raus. Ein Hobby verfolgen, falls du kein Hobby hast, dann suche nach der Kreativität. Ja, du möchtest da schon mehr erleben, so positiveres sehen, und da heißt es eben, gehe in die Aktion, tue etwas. Ja, beschäftige dich nicht länger mit dem, was nicht vorwärts geht, das bringt's nicht. Lenke dich ab, mach etwas Gutes für dich selbst, okay? Friendship and Friendship, Freundschaften und Verbindungen. Ja, du sehnst dich schon eben. Aber das ist einfach die Bestätigung dafür. Manifestation, dass du dir das holen kannst, wenn du willst. Wenn du in Kontakt mit Menschen kommen willst, dann musst du da etwas dafür tun. Das passiert nicht einfach so. Und hier heißt es Transformation, Manifestation, eben Zwillinge, schau mein letztes Video an. Dort heißt es, Gedanken werden Dinge. Das heißt, konzentriere dich auf die gute Seite vom Leben und gehe entsprechend in die Aktion. Das ist eine gute Zeit für dich, um Negativität zu beseitigen. Okay? Zwillinge, das war deine Legung. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich wünsche dir alles Gute.